So, gleich mal vorweg, ne? Ich weiß fast gar nichts mehr. Das ist schon wieder eine Woche her, weißt du. Was war das letzte? Ach ja, wir haben die brennende Fackel, wir haben den Schlauch, den Sender, die Fernbedienung. Klappt gleich. Brennende Fackel. Kann ich damit den. Vielleicht damit die Klingel. Auftauen. Bosos Kutter käme gleich viel lässiger, wenn überall Flammen aus den Armaturen züngeln würden. Ich behalte diese Idee mal für das furiose Finale im Hinterkopf. Bosos Kutter käme gleich viel lässiger. Ich behalte. Okay. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Baby cool. Isla Obacht. Im Schwarzmarkt, da war bisher noch gar nicht, oder? Also, seitdem wir da abgehauen sind, meine ich. Oh. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie an? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. So, habe ich irgendwas verpasst? Tot ist der Papa. Hat ja eh nicht viel beigetragen, ne? Außer ein paar Memos zu schreiben. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal.
Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, bitte. Wow. Jetzt noch zweimal. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Aber Fische haben doch gar keine Ohren. Moin Mike, auch dir einen wunderschönen Samstag. Hallöchen. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Schön, dass ihr beide da seid. Wie geht's? Wie steht's? Nur macht nix. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Der Zauberwürfel. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Ein Köderfisch. Mir fällt auf, dass ich ständig Köder im Inventar habe. Die Dinger sind aber auch lecker. Oh, na endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen.
Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Würde Nessa auch so antworten? Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Die Dächer sind viel zu feucht. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Komm, kitty, 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 kitty. Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Okay, probier mal den Köderfisch. Komm, kitty, 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 kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Thunfisch? Okay. Dann besorgen wir mal Thunfisch. Super Idee, oder? Mal nachgucken, ob noch genug Dieselöl im Tank ist. Das Problem ist, dass er zu heiß ist. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Hey, Porter Fisco. Muss wieder in... Baby go! Ach, schade. Ach, die kommt schon mit rein. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals! Na los, nimm sie. Greif zu. Nein! Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin, ich will dich nicht... Ich habe es... Bananen. Was soll ich denn jetzt mit Bananen? Hast du Hunger? Sag jetzt nicht, du hast heimlich für mich gekocht. Nicht direkt. Hast du etwas gebacken? Torte? Früchtekuchen? Ich verrate es dir später. Es soll eine Überraschung werden.
Kronkarton. Aber ich glaube, die gibt er ihn nicht. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Kenner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Okay, wir brauchen Thunfisch. Wir müssen in den Gadget-Shop. Mike, nicht vorgreifen im Spiel, danke. Es gibt Leute, die kennen das noch nicht. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch, aber... Nein, falsch. Voll geil. Hallöchen, Celine. Einen wunderschönen Samstag auch dir. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Einleitung. Plus, minus, plus. Das soll ein Code sein? Es steht, diese Klopfrätsel wurden mal zumal dämlicher. Rufus kann bis zu 5-mal klopfen, bis ihm Leopold unterbricht, ob es ihm wohl gelingt, das Prinzip hinter Leopolds Antworten zu erkennen? Ja, alles gut bei mir. Und bei dir? Konntest du es endlich einrichten, mal an einem Samstag mitzugucken? Das hast du ja die letzten 2 Mal auch schon verpasst, ne? Wie ich mitgekriegt habe. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Hä? Er gibt ja nicht mal andere Antworten. Oh, dir geht's gut, das ist schön. Ich letztens verpasst. Ja. Aber ich glaube, Mike hatte dir geschrieben gehabt, dass es um 20 Uhr weitergeht. Aber hast du, glaube ich, nicht mehr gelesen gehabt. Falsch.
Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Mal selber. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ein, zwei... Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Oh, das ist schön. Du schonst wenigstens mal deine Hand, ne? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Kann man das überhaupt knacken? Fängst schon wieder an mit dem Malen? Ist das nicht schon wieder ein bisschen zu früh? Mal gucken, ob du die Zeit dafür hast. Oh, na endlich! Hast du Hunger? Wieso? Sehe ich etwa so aus? Nicht im geringsten, aber... Heißt das, ich bin fett? Ich, warte, ich habe die Antwort gleich hier in meinem Mantel. Baby Gold. Oh, na endlich. Wenn das so einfach wäre, weißt du. Nicht nötig. Ich habe sie bereits an der Angel. Nicht nötig. Lieber nicht. Sie könnte das missverstehen. Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, Minus, Plus? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber das sollte nicht so schwer zu entschlüsseln sein. Immerhin hat sich Janosch das ausgedacht. Plus, Minus, Plus? Plus, Minus, Plus? Plus, Minus, Plus? Passt ja gar nicht. Ja, so ist das halt. Kann man ja sagen. Aber muss halt jeder für sich selber wissen, ne? Brauchst du denn noch so eine Schiene oder so? Oder ist die jetzt schon komplett weg? Minus.
Baby Gold. Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, Minus, Plus? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber das sollte nicht so schwer zu entschlüsseln sein. Immerhin hat sich Janosch das ausgedacht. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Nur links trägst du die, okay. War rechts gar nicht so schlimm, oder wie? Hast du heute mal ausgeschlafen, ja? Nice. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Du musst an die Tür klopfen, dann addierst du die Anzahl von Janosch und dann klopf. Aber er sagt ja nicht mal eine Zahl. Versuch. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Eins. 2. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Oh, hä? Janosch klopft. Wenn Rufus die richtigen Klopfzahl... Ja, aber hier klopft ja kein Janosch. Drei, sagst du? Ja, habe ich gemacht. Wo hast du null gehört? Also ich habe nichts gehört. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich höre nichts klopfen. Alter, ist er super leise. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus? Bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Klar, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Ja, danke, aber ey, das Klopfen habe ich nicht gehört, ne? Das war super leise, ey. Rusch! Sehr gut. Toni! Alter, die Arsch, ey. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja,
Die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Charisma. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2, unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau, warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Bestimmt Torpedo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Mucke in allen Ehren, aber du hörst ein bisschen bei den Dialogen. Wo haben sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Hey, Janosch! Ah, Ruvus, Totem Organon und so. Totem Organon! Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wir Erfolg haben. Ja, Chaos pur, ey. Ja, das heißt ja nicht umsonst, ne? Chaos on Deponia, das Spiel. Alles klar, Selin. Viel Spaß beim Haushalt machen. Machst du meinen gleich mit? Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gagdonne. Nie gehört. Nie gehört. Recht, was ich zu tun habe. Ah, schade. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedo-Delfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst, sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Pizza zu bestellen. Pizza? Du hast die Torpedo-Ausrüstung verkauft für Pizza? Na, das kann ja was werden. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Shopomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Okay. An wen hast du die Torpedo-Ausrüstung noch gleich verkauft? An den Shobomat, gerade noch rechtzeitig vor Ladenschluss. Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich fast, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. In keiner Welt, ne? Ich bin niemals irgendwelche Sprengkörper. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Igidigid, aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume aus. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das.
Viva la Revolution. Viva, ja, genau. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Ja, dann helfe ich euch doch mal. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Das war kein Nein. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein, 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 nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Na, ihr? Nein, 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 nein. Wie sie sich... Tschüss. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama! Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Oh boy, ey. Hallo? Oh, hallo! Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Das wirst du aber gemein, du. Hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen. Was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ja, sie müssen erst mal Toni loswerden. Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja, Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also zwei Drittel davon. Zurückgekrochen. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken.
Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohlauf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Schön, dass du da bist. Ich bin sicher. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rubus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuleichten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut! Bei euch piept's wohl! Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Ja, was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich
töte dich. Das war kein Nein. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Wenn das Torpedo-Delfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedo-Ausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Pony, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh-oh. You were killed by an ugly dragon. Restore. Also die anderen Sachen drückst, die fangen wirklich so an, ne? Also wenn du da New Game machst, dann fängst du wirklich ein New Game an. Wenn du Quit machst, geht das Spiel aus. Alles schon probiert. Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Wie wär's mit einer Banane? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Was? Reicht? Haben wir hier schon den Stromumkehrer drin? Ja.
Mit so einem Schlauch könnte ich Benzin abzapfen. Fehlt nur noch das Benzin. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Ne? Banane in den Auspuff. Das ist nicht der Auspuff. Aha! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. So. Der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Okay. Macht man die an, da? Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Einmal in die Duftbäume. Weide. Wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Na, geh wieder. Leg dich mal. Ja. Reicht jetzt schon als Ablenkung? Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte die jungen Delfine. Die würden mir was im Zimmer hin. Aber die... Welche nette junge Dame denn? Okay. Also die Banane alleine reicht nicht. Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rufus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolke zu leisten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so.
Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Mann, wie kriegen wir Toni los? Solange wir Toni nicht, solange wir Toni da ist, kriegen wir das Planschbecken nicht. Na, ich soll euch der Onkel. Nein! Wie sie sich freuen. Tschüss. Oh Mann, ey. Hey, Toni, wie kriegen wir Toni da weg? Himmel, Rufus, hast du etwa immer noch diese Angewohnheit, jeden Müll mit dir rumzuschleppen, den du findest? Und hast du immer noch diese Angewohnheit, aus dem Meer zu steigen und Küstenstädte zu zertrampeln? Ich glaube, so einfach geht das nicht. Himmel, Rufus, Und hast du immer noch diese Angewohnheit, aus dem Meer zu steigen und Küstenstädte zu zertrampeln? Okay, jetzt bloß keine schnellen Bewegungen. Leg das einfach beiseite und niemand wird verletzt. Deine Witze waren auch schon besser. Ich weiß schon, was ich tue. Ach, wirklich? Ja. Und warum tust du es dann trotzdem? Bier, gib mir den Sender in die Hand. Danke. Himmel, Rufus, hast du etwas... Sie sind leicht zu unterscheiden. Die eine ist cool, die andere speit Feuer. Himmel, Rufus, hast du etwas... Hey, Janosch! Ah, Rufus, du dem Organon und so. Ich geh dann mal... Du, das Schwieber. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ja, aber die Banane alleine reicht ja anscheinend nicht. Was brauchen wir für später? Mit der brennenden Fackel. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Kommt es drauf an, aus welcher Seite er kommt? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Achso, nee, okay. Vorgespult. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff.